Sie hören den Podcast von Hallo Meinung. Mein Name ist Klaus Kelle. An jedem Wochenende demonstrieren in Deutschland Tausende. Sie halten den Corona-Lockdown für übertrieben. Sie wollen zeigen, dass ihnen ihre Bürgerrechte etwas wert sind. Hallo Meinung begleitet diese Bewegung und die Menschen, die sie tragen, seit vielen Wochen mit Beiträgen und Filmen. Am Pfingstmontag werden wir nun selbst aktiv. Hallo Meinung lädt zum Abendspaziergang in Schmalkalden im schönen Thüringen ein. Und der Organisator der Veranstaltung ist jetzt in der Leitung. Hallo Ralf Eckert. Hallo Klaus. Die Idee, dass wir als Hallo Meinung selbst etwas machen sollten, stammt ja von dir. Warum meinst du, sollten wir das machen und wie ist die Philosophie des Ganzen? Also die Philosophie des Ganzen ist natürlich gewesen, ich bin ja auch Produzent des Titel Wir und ja. Hatten wir ja damals schon aufgerufen. Halt der Hallo Meinung Song. Genau, auch der Hallo Meinung Song, ganz genau. Und da hatten wir ja von der Sache her auch schon aufgerufen damals, wir müssen irgendwann, müssen wir halt auf die Straße. Und da gab es auch viele Mitglieder auch von euch, die gesagt haben, wann geht eigentlich Hallo Meinung auf die Straße? Und ich bin halt auch der Verfechter zu sagen, Hallo Meinung ist eine sehr gute Plattform, ein fixes Fundament, was wir echt alle irgendwie unterstützen müssen, damit wir halt auch so einen rechtlichen Beistand haben. Aber wir müssen halt regional versuchen, eben selbstständig auf die Straße zu gehen, selbstständig was zu organisieren. Da können wir uns nicht nur auf Hallo Meinung verlassen, sondern die eben halt auch mitziehen. Und wie jetzt eben in Schmalkalden ist ja dann auch Hallo Meinung und Peter Weber mit dabei und da freue ich mich riesig drüber. Wie wird denn der Ablauf sein dieser Veranstaltung am Pfingstmontag? Also natürlich ab 17 Uhr kann auf den Altmarkt, sage ich mal, eingetreten werden. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 18 Uhr. Dort werden wir sicherlich auch das Lied von mir, also dieses Lied Wir, spielen. Mhm. Ich habe es ja damals extra nicht bei der GEMA angemeldet, hier also auch für alle, die jetzt gerade im Moment zuhören. Ja. Dieses Lied ist nicht bei der GEMA angemeldet und kann somit frei immer gespielt werden, aus jeder Veranstaltung, Versammlung oder eben Demo. Und wenn wir dann beginnen, muss ich natürlich als Versammlungsleiter als allererstes alle Auflagen vorlesen. Ich muss die Ordner bekannt geben und danach startet dann von der Sache her die Reihenfolge der Redner. Ja, sag mal, wer wird denn reden? Wer kommt da? Also auf alle Fälle, wer dabei ist, ist der Elmar Gerke, also bekannt auch von Post von Gerke. Kabarettist, ne? Genau, das wissen ja einige Mitglieder von euch. Danach kommt die Miriam oder auch bekannt unter Miriam Hoop. Die ist ja auch ab und zu mal auf eurer Seite und macht was zusammen mit dem Peter. Danach wird der Jörn Austinat, also das ist ja so ein Blogger und Freiheitsaktivist, der wird mit dabei sein und wird auch über das Thema Bill und Melinda Gates Stiftung reden, diese ganzen Verstrickungen. Ja. Danach freue ich mich auch sehr, wird jemand direkt aus Schmalkalden, der Dr. Olaf Jander, zu uns sprechen und ein kleines bisschen über die bunte Familie, wie wir halt alle zusammenhalten sollten hier in Schmalkalden und Umgebung. Ja. Danach kommt dann natürlich auch mit eins der größten Highlights die Vera Längsfeld, da freue ich mich riesig drüber. Und wo wir dann halt dabei alle so zusammen hatten, hatte ich, weil ich den guten Kontakt zu Uwe Steimler habe, ihn gefragt, ob er denn auch mit nach Schmalkalden. Auch der Kabarettist aus Dresden, ne? Der beim MDR rausgeflogen ist. Ganz genau, der rausgeflogen ist. Und es wird auch für den Uwe Steimler seine erste Kundgebung werden, an der er überhaupt teilnimmt und an der er überhaupt spricht. Und ich hatte ihm auch damals versucht zu erklären, Uwe, ich versuche das hier in Schmalkalden ganz anders zu machen. Wir sind mit der Polizei im engen Kontakt, wir sind mit dem Ordnungsamt in engen Kontakt. Wir haben keine Leute eingeladen, die irgendwie krölen, die rumschreien oder sonst irgendwas. Wir wollen mit Sachverstand und guten Quellen, wollen wir was belegen. Und dann wollen wir natürlich nicht vergessen, dass Peter Weber auch an dieser Veranstaltung teilnimmt und das erste Mal auch da sprechen wird. Ja, genau. Und wir machen, wie gesagt, nach dem Uwe dann wie so einen kleinen Cut. Und dann machen wir halt diesen Abendspaziergang durch unsere wunderschöne Stadt Schmalkalden. Die wird ungefähr so 30 bis maximal 40 Minuten, bis alle wieder auf dem Altmarkt zurück sind, sein. Und danach erteile ich dann dem Peter Weber von Hallo Meinung das Wort. Und er darf dann von der Sache her der Abschlussredner, der dann nochmal zu allen Teilnehmern sprechen darf, bevor ich am Ende dann halt diese Versammlung wieder auflöse und mich dann halt nochmal überall bedanken. Gibt es irgendwelche Auflagen, was Abstand ist oder was darf man Fahnen mitbringen, transparente so Sachen? Sehr schön, dass du mich da fragst, weil das ist irgendwie halt auch ganz wichtig. Der Marktplatz ist zwar groß, aber wenn natürlich extrem viele Teilnehmer kommen, lege ich wirklich jeden ans Herz,
wir müssen ja mit den Corona-Maßnahmen halt diese Abstandsregelung von 1,50 Meter einhalten. Ja. Jetzt ganz viele auf dem Platz sind, sollten tatsächlich, also wenn auch Mitglieder von Hallo Meinungen kommen und anreisen möchten, einfach ihre Maske mitnehmen, damit man dann zumindest für alle gewährleisten könnte, schaffen wir diese Abstandsregeln nicht, dass sie doch die Redner alle Masken sehen tragen. Können. Ja, natürlich. Dass sie dann halt die Masken tragen. Ich meine nochmal, da sind viele natürlich nicht davon oder sind darüber glücklich, aber damit halt mehrere Leute in den Genuss kommen, denn sonst würde uns ja die Polizei eben halt auch sagen, so, wir müssen jetzt diese Versammlung abbrechen. Ja. Und in Bezug auf Polizei auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, denn auch die stehen ja gerade bei so einer Veranstaltung mächtig im Fokus. Ne? Mhm. Das heißt, dann kommen ja auch eine Gegenseite, ich nenne das jetzt halt einfach mal Gegenseite, ne? Ja. Die sagen dann, hier, liebe Polizei, liebes Ordnungsamt, guck doch mal, ne? Ihr habt da nicht drauf aufgepasst. Also die stehen natürlich genauso im Fokus wie der Veranstalter dann halt auch selber. Und da wollen wir uns alle keine Böse geben. Wir Nein, klar. Zeigen, dass es friedlich und ganz anders geht. Es gibt ja diese Demos schon seit Wochen überall, jetzt bei euch das erste Mal, ganz klar. Und die Mainstream-Medien in Deutschland, die kritisieren das ja und sagen, da treffen sich Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker und so. Fühlst du dich auch so? Ja gut, wir treffen uns ja eigentlich schon ein bisschen länger. Also wir gehen jetzt in Schmalkalden jetzt, glaube ich, dann schon das fünfte Mal. Also es wird das fünfte Mal sein, dass wir montags spazieren gehen. Okay. Und ja, wir haben ja hier auch eine Gruppe gebildet, also eine Facebook-Gruppe. Wir haben sie genannt, der neue Schmalkaldische Bund. Da hat ja auch Peter Weber auch schon mal eine Grußbotschaft reingesendet. Ja klar, es gibt alle möglichen Verschwörungen, ja. Und wir sind ein bunter Haufen, wir bleiben friedlich drinnen. Und natürlich müssen wir uns fragen, warum haben wir das Gefühl, dass eine Regierung halt für uns nichts mehr macht. Ne? Ja. Wenn man dann halt diese Verstrickung sieht, wenn man halt, also ich sage jetzt mal gerade RKI und Drosten, wir müssen halt auch davon wegkommen zu sagen, wir sind gegen irgendwas, weil wir sind dafür. Also ich sag mal, wir sind nicht gegen einen Herrn Drosten oder das RKI. Ja, wir sind dafür, dass eben mehrere Ärzte, Immunologen und Virologen halt auch gehört werden. Ja, klar. Wir sind auch nicht gegen eine herkömmliche Impfung, sondern wir sind dafür, dass wir hier halt drauf achten sollten, gerade in dem Bereich einer mRNA-Impfung, weil das hat ja alles irgendwie noch gar nicht so richtig funktioniert, dass wir hier den Politikern halt mit auf die Finger schauen, was sie denn machen. Da kann man nicht sagen, das dauert so lange, bis ein Impfstoff da ist. Na klar, aber ich sag mal, diese ganzen Demonstrationen, ja, das hat ja auch was von Bürgerbewegung und genau das wollen wir als Hallo Meinung ja auch sein. Meinst du, dass die Leute in Ostdeutschland, die Deutschen in Ostdeutschland, dass die jetzt auch teilweise sich erinnern an 1989, wie das losging? Ich sage mal, 1989, das war natürlich eine andere Geschichte. Ne? Ich meine, dass wir natürlich schon mal wissen, wie es in einem Regime war. Und man kann ja irgendwie klar sagen, man hat das Gefühl, wir kommen wieder zurück in eine Diktatur. Ja? Ähnlich dem Prinzip halt wie in China, ja, marktwirtschaftlich alles erlaubt, damit die Großen halt abkassieren können. Und ansonsten überwacht bis ins kleinste Detail. Und ich glaube, da wird vielleicht auch die Vera Lengsfeld was dazu sagen, dass man halt die Mechanismen zu DDR-Zeiten halt wirklich auch noch nutzt, die ausgefeilt hat und jetzt besser halt anwenden wird. Das hoffen wir natürlich nicht. Und deswegen sollten wir halt wirklich langsam aufstehen und uns dagegen, was heißt wehren, aber zumindest aufmerksam machen, dass wir hier alle mit überlegen möchten, was mit uns passiert. Und ein ganz wichtiger Satz ist noch, 1989 waren nicht alle 17 Millionen DDR-Bürger auf der Straße. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch weiß. Ja, natürlich. Ein kleiner, wichtiger Teil, der das damals gemacht hat. Der begonnen hat und dann hat es die große Wirkung gehabt. Wird der Abendspaziergang in Schmalkalden jetzt eine, ja, ich meine, du hast gesagt, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, jetzt ist auch unter dem Banner von Hallo Meinung, wird das jetzt weitergehen, wenn das am Montag erfolgreich ist? Also der Abendspaziergang in Schmalkalden wird definitiv weitergehen. Das werden dann natürlich kleine Gruppen sein. Wir haben auch viele andere Städte und Gemeinden, in denen das ja im Moment schon passiert. Wir sprechen uns da auch ein bisschen ab. Also das heißt, am Mittwoch drauf sind wir dann beispielsweise in Bad Salzungen, ja, dass wir dann natürlich auch diese Leute mit unterstützen. Und ich denke, so eine Veranstaltung, wie wir sie ja machen, soll ja andere Leute mit wach machen und auch Mut geben, halt ebenfalls mit auf die Straße zu gehen. Ja, und ja. Halt auch ebenfalls Gesicht zeigen. Denn wenn das immer mehr machen, die natürlich auch ein bisschen im höheren Rang und Namen stehen, dann gucken die, ey, guck mal, der ist doch auch mit dabei, der hat auch den Mut gezeigt. Jung, ich denke ja eigentlich genauso, traue mich das nicht, aber es wird halt einfach Zeit, jetzt auf die Straße zu gehen.
Das ist ein schöner Aufruf. Ralf, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg für Montag. Und Sie alle sind natürlich herzlich eingeladen. Pfingstmontag, 1. Juni um 18 Uhr, Alter Markt in Schmalkalden im schönen Thüringen zum Abendspaziergang. Wir freuen uns auf euch. Wir uns auch. Das war der Podcast von Hallo Meinung. Wenn Sie Informationen für uns haben, wenn Sie den Kontakt zur führenden bürgerlichen Meinungsplattform in Deutschland suchen, schreiben Sie uns kontakt@hallo-meinung.de.